Ich heiße Leffer. Larry Leffer. Bin wieder da. Das sind Sie. Anmachen. Wie fänden Sie es, wenn ich ein paar von Deweys Dezimalzahlen in Ihr Ohr flüsterte, Vicky? Als ob ich diese Zeile nicht schon vorher gehört hätte. Männer, ihr seid doch alle gleich. Sie brauchen keinen Schmus zu erzählen. Schmus? Fragen Sie mich. Okay. Oh, Baby, du bist die Größte. Ja, ganz nett, der Spruch. Nein, wirklich. Seitdem Sie gegangen sind, habe ich nichts anderes getan, als über Sex zu lesen. Und jetzt bin ich die sexuell umfassendst gebildete Person an Bord. Oh, wirklich? Das müssen Sie mir beweisen. Ja, das hätten Sie wohl gern. Nein, Ihnen werde ich das nicht beweisen. Ich kenne Sie. Sie sind einfach nicht so gut. Beweis es, ja. Es muss doch einen Weg geben, zu überprüfen, ob Ihre Theorie stimmt, dass Sie die sexuell kompetenteste Person hier an Bord sind. Oh, wirklich? Wie denn? Ja, da... Wie wär's denn, wenn Sie sich einmal an dem Liebesmeister 2000 probieren würden? Eine gute Idee. Aber es geht nicht. Ich bin angestellt. Und Angestellten ist die Nutzung der TLP-Punktekarten nicht erlaubt. Aber... ich habe eine Karte. Sie könnten auch meine benutzen. Ja, ich weiß nicht. Kein Selbstbewusstsein, wie? Gib her! Okay, Vicky, leg mal los. Das wird zeigen, wer der wahre Sexperte von uns beiden ist. Do you wanna get out? I think I like tell it. Me, what you gonna do? Oh. Do you wanna get out? Oh. What you gonna do? Oh. Do you wanna get out? Oh. What you gonna do? Jump. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber die Pumpe ist gut. Yeah. Mal sehen, ob du das steigern kannst. Oh, kann ich nicht. Du hast gewonnen, glaube ich. Aber wie wär's mit ein paar Privatlektionen? Träum weiter. Ich gehe in meine Kabine mit einem ordentlich stimulierenden Buch. Hey, warte! Ich habe doch nicht alle meine Kleider verloren. Ihre Punktzahl, Larry Leffer, 1000. Wow. Eine perfekte Punktzahl. Leffer, komm im Büro vorbei, okay? Gegen Mitternacht habe ich frei. Oh, bitte. Gut, du hast Vicky nicht schlagen können. Aber was soll's? Du hast für den Liebesmeister 2000 eine Rekordpunktzahl aufgestellt. Wo ist das? Kann ich noch was machen? Sieht so aus, als gäbe es hier jemanden, der sexuell befriedigt ist. Kann man hier nochmal drücken jetzt? Eine Durchsage. Larry Leffer hat gerade den Sextechnik-Wettbewerb mit der perfekten Höchstzahl von 1000 Punkten gewonnen. Gratuliere, Larry. Was für ein Mann. Ja. Bist du sicher? Okay. Nichts passiert, okay. Ja, da ist erstmal nichts weiter. Geht's nochmal hier rein? Sie hat gesagt, sie geht in ihre Kabine, ne? Ist die hier? Ja. Sie ist trotzdem wieder hier. Bin wieder da. Das sind... ja, tschüss. War nett, sich mit Ihnen zu unterhalten, Victor. Okay, so, dann haben wir jetzt das auch noch erledigt. In der Kabine gab's, glaube ich, auch nichts mehr, ne? Nee. Ja, den haben wir jetzt... Kleidungswettbewerb, da brauchen wir bestimmt die, aber ich weiß nicht wie. Löffel Casino, da kenne ich noch was. Und danach sieht es schon wieder schlecht aus. Ich muss jetzt nochmal fragen, wo ist denn... Da bin ich wieder, Miss Peggy. Hallo, Arsch. Wir sehen uns später, Miss Peggy. War mir ein... Okay, ich konnte jetzt zwar schon... Achso, vielleicht weiß der Clown hier das, ne, wo das ist. Also, was genau machst du hier? Naja, ich kann Ballontiere machen. Okay.
Sag mal, willst du nicht eins? Eigentlich nicht. Oh, das nehme ich mal als Ja. Und schon geht's los. Schau mal, Bubu, der Uhu. Aber das sieht ihm doch gar nicht ähnlich. Naja, für mich schon. Naja, du kannst es behalten, okay? Verzeihung. Und? Hm? Bereit für das nächste? Klar. Vielleicht können wir auch den Asiaten fragen, der gar kein Asiate ist. Doch, ist er ja. Der Schau bei der mal, Fleischtheke. Ein Weißkopfadler. Aber es sieht nicht so aus. Hm, ich finde schon. Naja, du kannst es behalten, okay? Hey, dich kenne ich doch. Haben wir uns schon mal getroffen? Klar, du bist doch der Typ aus der Bar in Larry 1. Bin ich nicht. Doch. Und du warst doch der verrückte Friseur im Flugzeug in Larry 2. War ich nicht. Und du warst auch Häuptling Kenny Wawa auf Non Tonight Island in Larry 3. War ich nicht. Und du hast alle Disketten von Larry 4 versteckt. Hab ich nicht. Doch. Und in Larry 5 warst du der Penner auf dem Bürgersteig. War ich nicht. Doch, bestimmt. Und in Larry 6 warst du im Pool und hast auf dieser aufblasbaren Muschi rumgeplanscht. Wie war das? Nö, war ich nicht. Wie wär's mit noch einem Ballontier? Ja klar, wenn du meinst. Schau mal, Godzilla. Schau mal, der Eiffelturm. Schau mal, sie kämpfen. Okay. Eine Durchsage. Der Gewinner des Wettbewerbs Verwöhne den Captain von voriger Woche möge sich bitte auf der Krankenstation melden. Ihr Befund ist da. Warte mal, hier ist... Nee, da drüber... Was ist Poopstick? Nee, da können wir nicht hin. Wir müssen irgendwie diesen... Warte mal, hier. Yeah, baby! Stefan, eine Sache, die mir gerade einfällt. Ne, das war ja der... Irgendwann ganz am Anfang war das der Tipp, dass wir dass einer gesagt hat, kann ich Bohnendip haben? Ich liebe Bohnendip. Also wir gehen jetzt mit dem Bohnendip. Essen Sie so viel Sie wollen heißt, musst du ja noch lange nicht so viel futtern, bis dir schlecht wird. Und warum nicht? Den kleinen Winzpupser dürfte eigentlich niemand bemerken. Also wir gehen mit dem ganzen Bohnendip im Darm zu den Tischen da. Weil sie nur 239 Bohnen in diese Schale mit dem Bohnendip gegeben haben, Larry. Der ist immer noch weg. Oh, wirklich? Ganz einfach, Larry. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Klingt wie ein Witz von Marc Siebert. Okay, so, und jetzt hier hin. Irgendjemand Drinks? Kann ich hier etwas von dem Bohnendip bekommen? Oh, die ringen sich alle auf, ne, über den Bohnendip. Es ist die Musik anders, ne? Kurz. Er geht auf, genau hin. Die 5 und Cyberschniff. Mann, damit könnte man ja den Schiffsrumpf Sand strahlen. Okay. So, warte mal, können wir jetzt können wir spielen. Hier ist meine TLP-Punktekarte. Schreib einfach den Wert von ein paar hundert Chips auf mein Zimmer. Machst du das, Kerlchen? Wird mich glücklich machen. Natürlich, Monsieur. Alles aufkommen. Bei dem Stichwort, wie kann ich da verlieren? Jawohl, Monsieur. Sofort, Monsieur.
Hier sind die Würfel. Amerikanisches Arschloch. Jetzt habe ich die Würfel dabei, ne? Dieses Paar weißer Plastikwürfel ist von der gleichen Sorte, wie sie auch in Casinos benutzt wird. Das sind die Würfel aus dem Casino, Einstein. Sag ich doch. Okay. Jetzt spielen. Los jetzt. Baby braucht ein paar neue Schuhe. Aber ich glaube, das war jetzt schon der Trick, ne? Dass der... der Bildhauer oben weg ist. Nee. Ist das da? Nicht. Das kannst du beim besten Willen. Kann ich bei der Venusfuß ansehen? Oh, hier wollte ich eigentlich hin. Großen Zähne. Okay, können wir auch ansehen. Diese nähere Betrachtung enthüllt, dass die Würfel-Venus noch nicht ganz fertig geklebt worden ist. Mhm. Nehmen. Niemand wird ein paar von diesen Würfeln vermissen. Er nimmt natürlich die von unten. Rennt er jetzt aber auch weg? Der Übeltäter, der die Zufallsdurchsage 22 aus dem Programm gelöscht hat, möge sich bitte sofort bei der Sicherheitsabteilung melden. Was mit dem reden? Bildhauer Bob ist mehr als nur ein bisschen bestürzt. Er möchte lieber allein sein mit seinen zerbröselten Träumen. Okay. Warte mal, jetzt können wir nämlich diese Würfel Sandpapier, Klopapier, bearbeiten. Jetzt? Dieses Paar weißer Plastikwürfel ist von der gleichen Sorte, wie sie auch in Casinos benutzt werden, wenn nicht irgendein Verrückter sie so manipuliert hätte, dass sie nicht verlieren können. Hey! Oh, warst du das? So. Können wir damit am Caps-Tisch gewinnen? Weil wir ja nicht verlieren können. Spielen? Hier ist meine TLP-Punktekarte. Schreib einfach den Wert von ein paar hundert Chips auf mein Zimmer. Machst du das, Kerlchen? Wird mich glücklich machen. Natürlich, Monsieur. Aber jetzt zieht die direkt alles wieder ein. Alles auf Kommen. Bei dem Stichwort. Wie kann ich da verlieren? Jawohl, Monsieur. Sofort, Monsieur. Hier sind die Würfel. Amerikanisches Arschloch. So, können wir jetzt aber benutzen. Jetzt kann ich ja die gezinkten Würfel benutzen. Wo sind denn die? Hier. Los jetzt, ihr Hündchen. Wow, lasst mich nicht hängen. Da gab es auch noch mal Punkte. Yippie, lass ihn laufen, Junge. Jetzt würfel ich. Hey. Jawohl, es fluppt. Schau sich einer dieser Augen an. Hoppala. Oh, jütiger J. Schau sich einer diese Augen an. Hallo, Kleiner. Ich bin Dumi Moore. Wer? Ich? Oh, ich bin Larry. Larry Laffer. Es war nicht zu übersehen, was für eine Glückssträhne sie hatten. Also, heute Nacht? Ja. Jetzt endlich kommt das Glück. Warum gucken die jetzt so komisch? Hey! Würden Sie mich in meine Kabine begleiten? Auf ein etwas intimeres Würfelspiel? Yummy, yummy. Wo habe ich bloß den Gummi? Gerne. Was für ein Spiel denn? Strip-Lügen. Sie wissen doch, wie man Strip-Lügen spielt, nicht wahr, Larry? Aber sicher dat. Nee. Aber ich bin willig, es zu lernen. Nee. Wo befindet sich Ihre Kabine? Es ist die 510. Ich hole nur noch die Würfel und die Becher. Becher?
Ein Körbchengröße D wäre besser. Beeil dich, Larry. Ich warte auf deinen Einsatz. Okay. Ich glaube, ich mache lieber mal einen Safe. Wie wär's mit einem Drink, Larry? Ach, weißt du, im Moment bin ich nicht so durstig. Okay. Setz dich. Mach's dir bequem, Larry. Großartig. Was dagegen, wenn ich mir die Schuhe ausziehe? Schon gut. Weißt du, wie man Strip-Lügen spielt, Larry? Nein, aber das werde ich schon rauskriegen. Fangen wir an. Wir spielen mit dem, was wir jetzt anhaben. Okay? Na klar. Dann los. Lass knacken. Immer kräftig durchschütteln. Na, kann ich jetzt... Es ist deine Wette. Ich kann nicht... Doch. Sichern. Ich mache das einfach mal... Zur Sicherheit, falls ich doch verliere, weil ich glaube, man kann verlieren. Aber ich würde gerne gewinnen. Schummel wir eben weiter. So, was? Ich habe dich noch nie im Casino gesehen. Och, ich bin immer irgendwo am Rand und warte. Du bist wohl eine ziemlich gute Spielerin. Bei sicheren Siegen bin ich besser. Aber warum hat die überhaupt so ein Riesenzimmer? Was ist denn die beste Methode, bei diesem Spiel zu gewinnen, Yumi? Das ist leicht. Wette nie höher als das, was du in der Hand hast. Glaube nie, dass ich irgendetwas habe, was du brauchst. Oder dass ich irgendwelche Joker habe. Du lügst doch, oder? Darum geht's bei dem Spiel. An was erinnert mich das bloß? Wachsendes Gras? Trocknende Farbe? Nein, das wäre zu aufregend. Hey, ist das überhaupt ein echtes Spiel? Für dich schon, Larry. Ich erwarte nämlich, dass ich dir alles abnehmen werde. Okay. Jetzt brauchen wir trotzdem die Spielregeln, weil ich, keine Ahnung, Ziel.